So Leute, willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video erwartet euch, wie ich zur Spiritualität kam. Ich mache das Video mega spontan. Das hier ist einfach eine Antwort auf einen Zuschauerkommentar. Ich suche das mal kurz. Ich liebe es übrigens, wenn ihr Vorschläge für Videothemen in die Kommentare schreibt, weil dann kann ich einfach dazu ein Video drehen und muss mir überhaupt gar keine Gedanken machen, was für ein Content als nächstes kommt. Da, das Kommentar meine ich, ich habe es gefunden. Das ist unter meinem letzten Vlog von der lieben Mia Eim. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Der Kommentar ist ziemlich lang, ich lese das jetzt nicht alles vor. Aber am Ende hat sie auf jeden Fall gefragt, in dem Sinne fände ich es, weil ich nicht so bewandert bin in dem Thema, wie du zu der Spiritualität gefunden hast und worin dir diese geholfen hat und so weiter. So eine Art Spiritualität ABC. Ich würde gerne wissen, aus welcher Lage, Gedanke, Situation du angefangen hast, nach Spiritualität zu suchen und was dir eben diese Suche gebracht hat, weshalb du immer deeper gegangen bist. Nimm uns auf diese rückblickende Reise mit bis heute. Oha. Okay, rückblickend, wie ich zur Spiritualität gekommen bin bis heute. Könnte ich eigentlich meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Da weiß ich gerade gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Also, wie bin ich dazu gekommen? Ich sage immer ganz gerne, dass ich schon immer so auf Wahrheitssuche war. Ich weiß nicht, warum. Es hat wahrscheinlich mit meiner Erziehung zu tun, aber auch mit meinem Karma. Auf jeden Fall war ich als Kind schon, obwohl vielleicht können das viele INFPs ja bestätigen, als Kind ist man irgendwie total misstrauisch. Und als Erwachsener denkt man so, hä, warum nehmt ihr dann alles so ernst? Maybe that's an INFP-Thing, I don't know. Auf jeden Fall war es einfach so, dass ich schon immer so ein bisschen auf Wahrheitssuche war. Was ich eben sagen wollte, ist, dass ich als Kind schon irgendwie immer ein bisschen misstrauisch war. Einfach von meinem Charakter her und auch von der Erziehung her, wie gesagt. Und ich aber auch alles immer hinterfragt habe. Also ich weiß, dass ich nie jemand war, vielleicht hat das was mit meinem Karma zu tun auch, der einfach alles so hingenommen hat. Also ich war nie eine Person, die einfach alles so hingenommen hat. Irgendwie habe ich immer alles hinterfragt. Viele Sachen auf der Welt kamen mir schon immer komisch vor und ich habe immer nach Antworten gesucht. Und das hat sich in meiner Kindheit schon abgezeichnet. Ja, und dann habe ich mich dem Glauben schon immer sehr, also ich habe mich schon immer sehr zum Glauben hingezogen gefühlt. Das ist übrigens auch ein INFP-Thing. Die sind so, die glauben sehr stark. Auch wenn sie keiner bestimmten Religion angehören, haben sie einen sehr, sehr starken eigenen Glauben. Und das hatte ich halt auch. Ja, und da war ich halt immer so ein bisschen auf Wahrheitssuche und ich wollte halt einfach, ich wollte halt alles richtig machen. Ich wollte mein Leben richtig und gut leben. Ich glaube, dieses Bedürfnis haben viele Menschen. Und deswegen gehen sie wahrscheinlich auch gewissen religiösen und spirituellen Praxen überhaupt erst nach, weil sie sich denken, also natürlich gibt es einem eine Struktur und eine gewisse Struktur, ein gewisser Rahmen, gibt einem immer ein Gefühl von Sicherheit. Und Standhaftigkeit. Und tut einem ja dann auch gut meistens, wenn man an gewisse Sachen glaubt. Aber irgendwie, ich wollte halt wirklich immer deeper gehen, wie in dem Kommentar so schön gesagt wurde. Und ja, ich habe mich dann halt irgendwann dazu entschlossen, mich mehr mit meinen Wurzeln auseinanderzusetzen, weil ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen. Und mit türkischem Migrationshintergrund unter mehrheitlich deutschen Kindern mit vielleicht christlichem Hintergrund. Jetzt mal so ganz pauschal gesagt, es war natürlich nicht nur so, aber ich war schon eher der Einzelfall. Eher die Quotentürkin als irgendwo dazugehörig. Und immer so ein bisschen zwischen den Welten. Und es war halt nicht dieses Großstadtding, wo man sich dann untereinander zusammenschließt, sondern ich musste mich halt so ein bisschen alleine durchkämpfen und auch auf meinem Gymnasium war ich halt, ja, mit zwei anderen Freundinnen, die in anderen Klassen waren. Wir drei zu der Zeit, als ich auf der Schule
war, waren wir die einzigen Türken auf der ganzen Schule. Das muss man sich echt mal geben. Und ach, da gab es auch diverse Diskriminierungserfahrungen seitens der Schule, der Lehrer. Ich kann euch das Video dazu gerne verlinken. Ich habe da auch schon mal drüber berichtet. Aber auf jeden Fall habe ich mich immer irgendwie anders gefühlt. Aber ich habe mich in allen möglichen Gruppen immer anders gefühlt. Also ich habe auch sehr viele Jugendgruppen gewechselt. Also ich war dann, erst war ich so auf R&B, Hip-Hop, dann so auf Skater-Girl-mäßig. Ich kann nicht skaten, ich konnte nie skaten. Ich fand es nur cool, da so abzuhängen. Dann war ich auf einmal Emo. Also dann war ich wieder der hier, der möchte gern Ghetto-Kanacke. So, keine Ahnung, es war immer so. Ich habe so viele Gruppen gewechselt auch. Das Ding ist, ich bin wie so ein Chamäleon. Ich kann mich halt überall total gut anpassen und mich dann auch damit identifizieren. Und für mich wurden dann aber die Fragen in meinem Kopf nur noch größer, weil ich mir so dachte, ja, was ist denn nun? Ich kann alles, wenn ich will, aber wofür soll ich mich entscheiden? Und genau, dann habe ich mich dazu entschlossen, mich mehr mit meinen Wurzeln zu beschäftigen, weil ja irgendwie dieses ganze Schulsystem in Deutschland immer noch ein sehr, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber zu meiner Zeit auf jeden Fall, einen sehr, sehr eurozentrischen Blick hat. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, man lernt gar nicht so viel irgendwie über Asien oder so. Leider auch nicht über die Türkei, obwohl hier so viele türkischstämmige Kinder auch leben und aufwachsen. Also falls das immer noch nicht in den Schulbüchern angekommen ist, würde ich mir das wirklich wünschen. Und ich würde mir auch, ja, so Fächer wie Türkisch und so weiter in den Schulen wünschen, weil das ist hier einfach, wir sind einfach Teil dieser Gesellschaft. Und ich finde es schade, dass man so tut, als ob das so eine zweite Klassensprache ist. Also wenn man sagt, irgendwie ich spreche Französisch, Spanisch oder Italienisch, dann ist es, oh, wie schön und bla. Und wenn du sagst, ich bin bilingual aufgewachsen und spreche Türkisch oder Arabisch, dann ist eher so, okay, bleib mir fern, so nach dem Motto, ne? Also so, als ob das irgendwie weniger wert wäre, was einfach ganz, ganz komisch ist. Und ich wollte mich einfach mit meinen Wurzeln beschäftigen, deswegen habe ich eben Türkisch studiert und Islamwissenschaften studiert. Und Islamwissenschaften vor allem, weil ich eben auf dieser Wahrheitssuche war. Ich wollte es wirklich wissen. Ich wollte wissen, ist das, was mir erzählt wird, von einigen Menschen wahr oder nicht? Und um mir eine eigene Meinung bilden zu können, musste ich das selbst erforschen. Und außerdem hatte ich so ein Bedürfnis, unter meinesgleichen zu sein. Was total verrückt, also was total witzig ist, weil sobald ich dann angefangen habe zu studieren, hatte ich wieder ein Overload daran und mich hat es wieder in die andere Richtung gezogen. Also es ist total lustig, aber das hat mit meinem Charakter zu tun. Das ist einfach diese Scanner-Personality, dass man irgendwie in jedes Thema rein möchte, dann Feuer und Flamme dafür ist und dann relativ schnell wieder satt ist von dem Thema und dann eigentlich zum nächsten springen möchte. Und so zieht sich das halt durch mein Leben. Ich bin froh, dass ich das irgendwann als Stärke anerkannt habe, ja, mich einfach schnell in Aufgabengebiete einarbeiten zu können und eher so das große Ganze im Blick zu haben, eher ein Generalist zu sein als ein Spezialist, was ja in der Gesellschaft hier nicht so anerkannt ist. Also man kommt dann immer so ein bisschen als sprunghaftes Fähnchen im Wind herüber, dabei ist es eigentlich gar nicht so. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, das zu studieren. Ich habe angefangen, mich mit dem Islam tiefer zu beschäftigen und mir ist aufgefallen, hey, jede Meinung, die ich außerhalb des Islams finde, jede Diskussion, die finde ich auch innerhalb. Und wie ich das für mich selbst definiere, ist meine Sache oder ist eine Sache zwischen mir und Gott und da kann sich keiner einmischen. So, und dann war ich immer standhafter in dem, was ich glaube und wie ich das Ganze ausleben möchte, ohne mich irgendwie dabei schlecht zu fühlen, weil ich das Gefühl habe, die ein oder andere Sache eigentlich machen zu müssen, aber nicht zu tun und bla bla bla. Man kommt ja dann auch in so einen Zwiespalt mit sich selbst. Und ich habe da einfach Frieden für mich gefunden und Argumente, die sich für mich stimmig angehört haben und Entscheidungen getroffen, die sich für mich gut angefühlt haben. Und ich sag's euch, wenn ich es anders gefühlt hätte, dann hätte ich es anders ausgelebt. Wenn ich es zum Beispiel wirklich gefühlt hätte, dass ich gedacht hätte, ey, es ist richtig, ich gebe jetzt einfach nur ein
Beispiel, und das ist einfach nur meine subjektive Meinung, wenn ich für mich gefühlt hätte, ey, ich denke, dass das Richtige ist, mich zu verschleiern, beispielsweise, und ich hätte das wirklich im Herzen gefühlt, ja, dann hätte ich das gemacht. Aber ich habe das nicht gefühlt. Ich habe nicht gefühlt, dass es das Richtige für mich ist. Also habe ich das auch nicht gemacht. Aber ich hatte ein ganz, ganz neues Selbstbewusstsein, weil ich mich so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich sagen könnte, hey, ich mache das nicht aus dem und dem und dem Grund. Und niemand hat das Recht, mich aus der Umma oder so auszuschließen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich kann sagen, dass ich eine Muslima bin, die in dieser Welt hier lebt, mit diesen Werten, dass man das miteinander verbinden kann und dass es sich nicht unbedingt widersprechen muss, sondern auch Hand in Hand gehen kann und dass man da auch selbstbewusst hinterstehen kann. Genau. Und dann, es hat mich schon immer zu irgendwelchen, also Philosophien fand ich schon immer spannend, auch in der Schulzeit, irgendwie Platon, Höhlengleichnis und so weiter und so fort, es war immer, wir hatten eigentlich Wert und Norm, aber wir haben das so ein bisschen als Ausrede genutzt, um Ethik zu machen und Philosophie zu machen und das war immer mein Lieblingsfach. Und ja, so habe ich mich auch zur spirituellen Szene immer hingezogen gefühlt. Also egal, ob es in der Topologie war, egal, ob es irgendwie der Schamanismus war, der ja auch, naja, ob man das jetzt nun als Spiritualität bezeichnen kann, ist eine Frage, aber es war einfach eine sehr, sehr naturverbundene, ein naturverbundener Glauben, in dem ja auch zum Beispiel Traumdeutung eine Rolle spielt oder das Krafttier, womit ja auch heutzutage immer noch sehr, sehr viele spirituelle Coaches arbeiten. Und dann hat der Sufismus mich total begeistert, eigentlich durch meinen Lieblingsroman, Die 40 Geheimnisse der Liebe von Elif Shafak, in dem sie die Geschichte von Rumi und Mevlana erzählt mit, ja, teilweise fiktiven Elementen und teilweise historischen Elementen. Und das habe ich halt zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit untersucht. Und dann wollte ich immer mehr wissen und mehr. Und dann habe ich angefangen, mich für den Buddhismus zu interessieren. Zeitgleich ging es mir eine Zeit lang einfach richtig dreckig. Und ich hatte dieses tiefe Bedürfnis, einfach einen Zustand zu erreichen, in dem ich es schaffe, alleine mit mir glücklich zu sein. Weil ich gemerkt habe, dass ich mich immer von irgendwelchen äußeren Faktoren abhängig gemacht habe und dass, wenn die weggebrochen sind, egal ob es eine Person ist oder eine Gruppe oder whatever, ich glaube, das haben wir alle mal durchgemacht an irgendeinem Punkt in unserem Leben oder machen es noch durch, dann war man halt so completely lost. Und ich bin sowieso so emotional sehr schnell attached und sehr, sehr, sehr involviert. Und ich erlebe halt, also ich meine, alles so tief zu fühlen, diese Medaille hat zwei Seiten, ne? Ich erlebe die höchsten Freuden, aber ich erlebe halt auch tiefen Schmerz. Und es war eine sehr depressive Phase, in der ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen und auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und es kam mir einfach so. Ich war Anfang 20, ich war in meinem Studium, ich habe mich mit verschiedensten Sachen beschäftigt. Ich habe herausgefunden, ich weiß überhaupt nicht, wie ich richtig lerne, was für ein Lerntyp ich bin. Dann habe ich mich mit Lernstrategien beschäftigt. Ich habe alle möglichen Kurse an der Uni belegt, die eigentlich gar nichts mit meinem Studium zu tun hatten, einfach nur so für mich und für meine Weiterentwicklung. Ich wollte wissen, wie man wirklich gut akademisch schreibt zum Beispiel oder wie ich wirklich Sachen auswendig lernen kann und so weiter und so fort. Ich habe mich sau viel mit mir selbst beschäftigt, weil das war auch einer der Gründe, wieso ich studieren wollte und nicht direkt in die Arbeitswelt wollte, weil ich einfach dieses Bedürfnis hatte, mich weiterzubilden, aber eben auch über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur auf meine Fächer begrenzt. Deswegen habe ich auch viele, viele journalistische Kurse belegt, Sprachkurse belegt und so weiter und so fort. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also diese ganzen Sachen drumherum haben mir irgendwann mehr Spaß gemacht als mein Hauptstudium, weil da war dann irgendwann schon die Luft raus bei Scanner Personality, ihr wisst. Ich wollte dann eigentlich nur davon wegrennen, weil ich mich schon so intensiv damit beschäftigt hatte, dass ich dann ziemlich schnell die Schnauze voll hatte. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema auf jeden Fall. Ja, wartet mal, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ne? Wie war das dann? Genau, ich habe mich mit dem Sufismus beschäftigt in meiner Bachelorarbeit und dann dachte ich, nee, ich wollte was anderes erzählen. Ich hatte zeitgleich so eine depressive Phase und dachte so, scheiße, wie kann ich das schaffen, alleine mit mir glücklich zu sein, wirklich ein Fundament zu haben, auf das ich
falle, wenn irgendwas in meinem Leben passiert, wo ich echt sagen kann, das trägt mich durchs Leben. Ich habe das irgendwann gecheckt, dass ich das brauche. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach für mich gedacht, hey, Meditation wird es sein für mich. Ich habe das Buch leider nicht hier. Es gibt ein Buch. Also ich habe einfach auf Amazon geguckt, Meditation. Habe so ein Buch gefunden, Meditation für Anfänger vom Arcana Verlag. Ich kann das ja raussuchen und gerne verlinken. Genau, das war mein erster Einstieg in die Meditation. Hinten war so eine CD drin mit geführten Meditationen. So 10 bis 15 Minuten wurden ihm angeleitet. Naja, und dann habe ich dieses Buch durchgelesen und dann habe ich die Meditation gemacht. Und das war so meine erste Berührung damit. Ja, dann habe ich mich mit stille Meditation beschäftigt. Dann ging alles immer mehr in eine Richtung. Wie gesagt, in meinem Studium habe ich mich immer mehr mit Schamanismus, mit Spiritualität, mit Sufismus. Dann habe ich mein Zweitfach im Master zur Religionswissenschaft gewechselt, weil ich mich mehr mit Buddhismus beschäftigen wollte, mit Hinduismus beschäftigen wollte. Dann habe ich mich mehr damit beschäftigt. Und auf der anderen Seite habe ich mich immer stärker mit Persönlichkeitsentwicklung und moderner Spiritualität und dieser ganzen Online-Szene und auch dieser Coaching-Szene beschäftigt. Ich war so ein richtiger Junkie. Ich war echt so ein richtiger, das war so eine richtig krasse Konsumphase. Ich habe mir Podcasts reingezogen, ich habe Bücher gelesen. Genau, da bin ich irgendwann auf Baha gestoßen. Vor allem früher habe ich ja auch noch so Buchrezensionen angefragt und Bücher rezensiert, die mir Verlage geschickt haben und so. Ich bin ja hier als Booktuber gestartet. Und dann war das so, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verlag das war. War das schon wieder Arcana oder war es was anderes? Auf jeden Fall dieses eine Buch von Baha, das Pinke. Irgendwie, wie du zum glücklichsten Menschen wirst, den du kennst oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall habe ich das zugeschickt bekommen, dann habe ich das rezensiert. Dann habe ich noch so ein Video gemacht mit inspirierende Persönlichkeiten. Ich kann das ja auch mal verlinken einfach. Und nach diesen Videos wurde irgendwie Baha auf mich aufmerksam und hat mich gefragt, ob ich ihren damals neuen Kurs Unkarma testen möchte. Ein 7-Wochen-Kurs, Online-Kurs. Ich war damals gar nicht auf diesem Mindset, dass ich hätte irgendwie Geld dafür ausgegeben oder sowas. Ich habe halt den ganzen kostenlosen Content konsumiert und mir Bücher gekauft, aber das ist ja nicht so teuer, ne? Irgendwie. Und dann bin ich da so reingeschlittert in diese Welt. Also dann habe ich diesen Kurs getestet und vor allem bis dahin wusste ich auch noch nicht, wie viel eigentlich Disziplin mit Selbstliebe zu tun hat. Ich dachte immer, kreativer Flow ist alles und alles, was man so über Disziplin in sich reinprügeln muss, ist nichts wert und das hat was mit Härte zu tun und das ist nicht liebevoll und bla bla. Ich war so voll auf dem Hippie-Vibe, was das angeht. Dann habe ich aber wirklich von A bis Z diesen Kurs durchgezogen, weil ich mir dachte, ey, wenn ich das rezensieren muss, dann muss ich das auch machen, wie das da steht. Und das war halt wirklich richtig ein Herzensanliegen von mir, das durchzuziehen. Vielleicht hätte ich das noch nicht mal so sehr durchgezogen, wenn ich mir das gekauft hätte, wer weiß. Also ich habe es richtig dolle ernst genommen deswegen, weil ich einfach auch so berührt war, dass da jemand, der so eine große Reichweite hat, auf mich aufmerksam geworden ist und ich das testen durfte. Und dann hatte es mich, weil die Kurse von Baha sind einfach lebensverändernd. Also die Arbeit von Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller. Einfach nur top. Also auch wenn man nicht mit jeder Meinung von denen übereinstimmt und die manchmal triggernde Sachen sagen, und mir geht es manchmal auch so mittlerweile, die Arbeit, die die machen, die Sessions, die die kreieren, es gibt nichts Vergleichbares da draußen. Man merkt, dass das wirklich deren Leben ist. Also die stecken da wirklich alles an Herzblut rein und das merkt man einfach. Das merkt man einfach, das spürt man einfach. Und im Grunde ist das wirklich alles unbezahlbar. Also die Preise sind ein Witz. Wirklich, wirklich, Leute. Und das sage ich nicht, weil ich hier im Auftrag von irgendwem bin. Es ist hier kein Marketing oder so. Es ist einfach nur meine persönliche Meinung, weil es einfach mein Leben verändert hat. Also vor allem der Kurs Hardwall, das ist eigentlich das, was so zuletzt passiert ist. Also ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt so meine Leute gefunden, die ich richtig, richtig feiere. Und von denen konsumiere ich auch die Sachen und die Kurse, also wirklich das Praktische mache ich halt echt mehr, als ich meditiere in Stille, wovon ich auch sehr viel halte, mache ich halt eher die Sessions von Baha und Jeffrey, weil die sind einfach so tiefgehend und das dringt so doll ins Unterbewusstsein ein. Ich weiß gar nicht genau, was da mit mir passiert, aber es wirkt, es funktioniert und es wirkt auch nach und
Ich sehe es auch an den Sachen, die ich in mein Leben ziehe. Einfach dadurch, dass ich höher schwinge und ich kann mir Sachen manifestieren in Leichtigkeit. Davon hätte ich früher nur träumen können. Und das hat alles einfach damit zu tun, dass ich durch diese Scheiße gegangen bin. Ja, Schattenarbeit und Co. Und ich wirklich diese Arbeit gemacht habe und da einfach durchgebrannt bin. Das ist halt einfach so. Und ja, da, so viel dazu. Ansonsten die Leute, die ich mega feiere, die auch so meine Inspirationsquellen sind, sind halt Bahal Yilmaz, Jeffrey Kastenmüller, wie gesagt, Teal Swan, ja, also wer Englisch kann und sich für Schattenarbeit interessiert, unbedingt reinziehen, vor allem fürs Verständnis nutze ich sie gerne, weil sie ist, also wer sich mit Human Design auskennt, sie ist ein Reflektor. Ich glaube, es gibt keine da draußen, die die Inhalte klarer erklärt als die. Also wenn man irgendwie Verständnisprobleme hat, dann auf jeden Fall anschauen. Und Stefanine. Und Stefanine ist eigentlich so ein bisschen konträr zu Bahar und so, aber irgendwie, ich mag, also manchmal habe ich einen Overload davon, dann gebe ich mir eher das und dann habe ich einen Overload davon, dann muss ich wieder ein bisschen in die Seite. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und für mich sind das so meine Lehrer, die mir immer mal wieder, also meine, also die Menschen, die ich immer mal wieder als Vorbild nehme oder von denen ich mich immer mal wieder als meine Lehrer an die Hand nehmen lasse und ein Stück weit begleiten lasse. Wisst ihr, was ich meine? Aber die größte Wahrheit, und das ist übrigens das Fazit von dieser Wahrheitssuche, ist einfach die Wahrheit in deinem Herzen. Ja? Und wenn du es schaffst, irgendwie deine Intuition wieder zurückzugewinnen und die Stimme deines Herzens, der Stimme deines Herzens zu lauschen, dann brauchst du eigentlich auch nichts im Außen. Es ist eigentlich Innenkehr und nach innen lauschen mehr. Aber diese ganzen Hilfsmittel im Außen und Vorbilder und Lehrer, die können einem natürlich auch total helfen. Man muss ja auch nicht den Weg immer alleine gehen, sondern man darf sich ja wohl auch begleiten lassen. So. Aber ich sage immer wieder, jeder trägt seine eigene Wahrheit im Herzen und wie, was für jeden Einzelnen gut ist, ist komplett individuell. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem auch einen Instagram-Detox gemacht und so und vorher war ich total in meinen Routinen drin, Meditation, Yoga. Yoga mache ich übrigens bei meiner Freundin Laura. Da bin ich jetzt auch, also vorher habe ich nie regelmäßig Yoga gemacht, aber wirklich seit November letzten Jahres, jetzt bin ich ein bisschen raus, aber wirklich über Monate und das hat mir auch so gut getan, weil Yoga ist einfach für Geist und Seele nährend. Ja, wirklich. Und wenn ihr irgendwie Rückenprobleme habt, Nackenprobleme habt, depressiv seid, also Yoga ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, da was für euch zu tun. Und ihr müsst auch nicht immer alles verstehen, was da passiert. Wenn es euch gut tut, dann tut es einfach. Und genauso müsst ihr nicht gläubig sein. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie an die Yoga-Philosophie glauben, damit Yoga euch gut tut. Es kann auch einfach eine Sportart für euch sein. Eine Art Stretching. Also geht da nicht so, wenn das, wenn es euch nicht anspricht, sondern eher ein bisschen abschreckt, ladet dieses Thema nicht so mit so einer krassen Bedeutung auf. Wie gesagt, ihr könnt das halt einfach als Sportart ausüben. Wenn es euch gut tut, dann go for it. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann fuck it. Genauso das meine ich. In letzter Zeit habe ich meine ganzen Routinen und bla ein bisschen außer Acht gelassen, weil ich einfach sehr viel Social Energy mal zur Abwechslung in meinem Leben hatte. Und da bin ich da halt komplett eingetaucht. Ich mag es halt einfach auch komplett in Welten einzutauchen. Und das hat sehr gut getan. Das hat mich dann wieder ausgeglichen. Das hat mich in Balance gebracht. Und wisst ihr was? Das heißt ja nicht, dass ich in der Zeit keine Schattenarbeit gemacht habe, nur weil ich keine gezielte Schattenarbeit gemacht habe. Ich hatte so interessante Gespräche und so mit meiner Cousine. Und wir sind auch so emotional. Wir steigern uns dann da auch so richtig rein. Und hinterher waren wir auch so ausgelaugt. Wir hatten teilweise Kopfschmerzen davon, dass wir uns da so reingesteigert haben. Aber wir haben die Emotionen wirklich erlebt. Die sind dann in dem Moment durch uns durchgeflossen und so konnten wir das alles irgendwie nochmal für uns verarbeiten. Und dann gab es irgendwann so einen Knackpunkt, wo wir auf einmal total gut drauf waren, Good Vibes hatten, irgendwie gelacht haben, albern waren und so eine neue Leichtigkeit sich eingestellt hat nach einer Zeit. Und so ging das halt die ganze Zeit hin und her und das war auch irgendwie so eine Therapie für uns gegenseitig. Also wir haben uns da, glaube ich, ganz gut gespiegelt. Und das war auch total nährend und das war für mich auch eine Art von spirituelle Praxis, obwohl ich mich eben nicht, obwohl ich meine Morgenroutine nicht gemacht habe, obwohl ich nicht explizit meditiert habe oder Yoga gemacht habe. Und das finde ich so schön am Leben. Leute, das Spirituellste, was ihr sein könnt, ist Mensch sein. Und das ist auch so ein Spruch von Bahar, den ich einfach sehr, sehr richtig finde, weil
Nur weil du dich als spirituell bezeichnest, musst du nicht so wie so ein Yogi den ganzen Tag auf dem Stein sitzen oder so. Sondern es kann auch für dich heißen, einfach achtsam zu sein. Und achtsam zu sein kann zum Beispiel bedeuten, einfach nur dir etwas zu essen zuzubereiten und einfach im Jetzt zu sein, während du isst und dich wirklich nur aufs Essen zu konzentrieren und dich nicht irgendwie mit Musik, WhatsApp oder Filmen abzulenken. Da bin ich, by the way, übrigens auch noch nicht. Ich gucke immer irgendwelche Filme, während ich esse. Also nicht denken, dass ich perfekt bin. Du magst joggen zu gehen oder schwimmen zu gehen oder whatever und du bist in dem Moment voll im Flow und im Moment. Das ist auch Meditation. Du musst nicht auf einem Kissen sitzen und die Augen schließen, um zu meditieren. Das Leben ist deine spirituelle Praxis. Und das Leben wird dir immer alles schicken, was du für dein Wachstum brauchst. Du kannst es nicht verkacken. Du kannst es nicht verkacken. Egal, wo du jetzt gerade bist, genau da sollst du sein, weil du genau da für dich gerade am meisten lernen kannst. Du bist nicht falsch da, wo du bist. Ja? Und wenn du dich nach etwas anderem sehnst, dann kannst du überlegen, was du heute und jetzt tun kannst, um das in die Wege zu leiten. Okay, das kam jetzt irgendwie gerade so, darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Moment, habe ich alles gesagt? Mit meinem Studium habe ich dann gesagt, dass ich mich mit Buddhismus, Hinduismus und so beschäftigt habe. Genau, das ging dann halt alles irgendwann Hand in Hand. Aber ich muss sagen, die Persönlichkeitsentwicklung hat mich ja auch ein bisschen in die Isolation getrieben. Das kann ich auch noch gleich mit dazu sagen, weil ich irgendwie dachte, ich muss erst alles selber raushaben. Und dann kann ich mit Menschen in Austausch gehen. Dabei ist das Bullshit. Mit Menschen in Austausch zu sein, ist das größte Wachstum, was wir jemals haben können. Getriggert zu werden, ja, also sich auch triggern zu lassen vom Leben und dann mit diesen Triggern weiterzuarbeiten, das ist eigentlich die Art und Weise. Also so ist es so ein Wechselspiel. Man sollte in den Austausch gehen, mit Menschen sein können, sich triggern lassen, sich berühren lassen vom Leben. Und dann, wenn man mit sich ist, kann man das Ganze wieder reflektiert und vielleicht mit seinen Themen arbeiten, um eben noch mehr im Frieden mit sich und der Welt zu sein und eben noch mehr diese heilende Verbindung mit Menschen eingehen zu können und nicht in solchen toxischen Dingern immer wieder zu landen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, dass es deine Frage beantwortet, wie ich zur Spiritualität gekommen bin. Also zusammenfassend nochmal, ich war schon immer auf Wahrheitssuche, ich habe mich schon immer für Religionen interessiert und ja, privat und bildungslaufbahnmäßig bin ich dann irgendwann immer weiter zu diesen Themen, zu diesen Selbstthemen gekommen. Und ich bin auch noch nicht am Ende. Ich erforsche mich immer weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt für mich an dieser Stelle meine Mentoren gefunden, kann sich aber auch jederzeit ändern. Der größte Mentor von uns allen sind immer wir selbst. Und wie gesagt, Spiritualität sieht für jeden anders aus und das heißt nicht, dass du irgendwie unbedingt auf Teufel komm raus meditieren musst oder Yoga machen musst. Und ja, so ist es. Und ich liebe die Tools, die ich erlernt habe, also vor allem wirklich die Arbeit von Baha und Jeffrey, die Sessions. Ich durchlaufe die auch jedes Jahr aufs Neue. Ich habe jetzt Hardwell zum zweiten Mal durchlaufen. Mega. Also man merkt es, glaube ich, auch an meiner Energie und an meiner Ausstrahlung. Weil das Unkarma, ich weiß nicht, was ich zu dem Zeitpunkt mache, ob ich da Zeit habe, das zu durchlaufen. Wenn ich hier in Deutschland bin und so in meinem ganz normalen Alltag, dann werde ich das auf jeden Fall auch rocken. Wenn ich aber irgendwo im Ausland oder so sein sollte, dann werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Mal sehen, ich weiß noch nicht, was jetzt so die nächste Zeit bringt. Und dann habe ich mir Chakras Project letztes Jahr gekauft, aber das hatte ich dann abgebrochen, weil mir das zu viel war. Aber der Zugang ist ja da, ne? Also, ja, ich würde mir wünschen, dass ich das dieses Jahr durchziehe. Aber wie gesagt, ich will mich da auch nicht stressen. Manchmal ist es auch gut, eine Pause von all dem zu machen und von gewissen Dingen ein bisschen zu detoxen und einfach nur mit dem Leben zu fließen, das Leben zu genießen, spontan zu sein, im Flow zu sein. Es lässt sich nicht immer alles kontrollieren. Ja, wir sind die Schöpfer unserer Realität, aber es gibt auch Bereiche, auf die wir keinen Einfluss haben. Und da wirklich ins Vertrauen zu gehen und wirklich auch daran zu glauben, dass das Leben immer für uns passiert und nicht gegen uns. Ich weiß, im Schmerz ist das überhaupt nicht, kann man das gar nicht glauben. Aber rückblickend macht immer so vieles, so viel Sinn, Leute. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich bei euch. Ich
Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, Mia, ich habe deine Frage beantwortet, wie ich zur Spiritualität gekommen bin. Also eine sehr depressive Phase, wo ich mich zum Meditieren hingezogen habe und dann damit angefangen habe. Und es war, wie gesagt, es war halt auch wirklich so, dass es mir dann besser ging. Aber man kann sich halt auch ganz, ganz leicht verlaufen, ne? In irgendwelchen Strategien oder auch in der Spiritualität. Spiritual Bypassing, spirituelle Flucht, dass man nur noch in dieser Happy Bubble sein möchte und nichts Negatives mehr an sich ranlassen möchte und auch mit allem anderen auf der Welt nichts mehr zu tun haben möchte. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt spirituelle Flucht, ne? Das ist halt auch nicht die Realität. Und man muss sich unbedingt auch seine Dunkelheit anschauen und unbedingt die Schattenarbeit machen. Also ohne Dunkelheit kein Licht. Alles hat zwei Seiten. Und Spiritualität, Lichtarbeit ohne Schattenarbeit hat auch keinen Sinn, meiner Meinung nach. Das geht alles Hand in Hand. Und ja, verurteilt eure Mitmenschen nicht als Schafe. Wie gesagt, jeder lebt seine eigene Spiritualität, geht seinen eigenen Seelenweg. Jemand, der, weiß ich nicht, Mechatroniker ist, kann auch der spirituellste Mensch ever sein, wenn er in seinem Element ist und durch seine Vibration auch die Vibration seines Umfeldes erhöht oder einfach dadurch einen Beitrag leistet. Wir wissen nicht, wie das letztendlich aussieht. Es ist arrogant zu sagen, das ist jetzt the new shit und das ist nichts mehr wert und wir müssen komplett in diese Richtung und uns davon trennen. Genau, aber es ist natürlich auch klar, dass ich das sage, weil ich mich ja hier auch als Brückenmensch bezeichne, der immer möchte, dass wir Menschen wieder näher zusammenrücken und eben sich nicht viele kleine Bubbles bilden, wo wir alle nur noch untereinander sind und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen, weil das schürt dann wieder neue Kriege. Auch wenn die nicht obviously ausgeführt werden, sind die dann so im Untergrund die ganze Zeit. Bekriegen wir uns selbst und dann auch einander, weil wir uns als anders wahrnehmen. Doch im Grunde sind wir alle gleich. Ja, ich weiß gerade auch nicht, warum ich da jetzt noch so eine Rede draus gemacht habe, aber irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, das zu sagen. Vielleicht ist ja die eine oder andere Seele da draußen, die diese Worte gerade hören musste. Und ansonsten beende ich dieses Video jetzt endlich, bevor es zu lang wird. Ich bedanke mich bei jedem, der bis hierhin dran geblieben ist. Wenn dir mein Content gefällt, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich über jedes Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!